Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Sebastian und heute geht's um Unity hier. Du kennst bestimmt die Möglichkeit, in Unity Bäume im Terrain-Tool zu zeichnen, oder? Ich klicke im Terrain-Tool auf das Icon zum Bäume zeichnen. Drei verschiedene Bäume habe ich schon zuvor angelegt, über den Button Edit Trees und dann Add Tree. Die Bäume sind in diesem Fall aus dem Unity Standard Package aus dem Asset Store. Anschließend kann ich den entsprechenden Baum mit verschiedenen Einstellungen massenweise auf das Terrain zeichnen. Du siehst sicher, dass diese Bäume nicht in der Hierarchie auftauchen. Wir haben also keinen direkten Zugriff auf sie. Sie sind keine Game-Objekte, sondern gehören zum Terrain. Um sie zum Beispiel fällen zu können, müssen wir uns also was einfallen lassen. In diesem Tutorial geht es nur um das Fällen von Terrainbäumen. Die Interaktion, die hier zur Vollständigkeit eingebaut ist, dass man Holz anschließend sammeln kann, das kannst du dir im anderen Tutorial von mir ansehen. Da geht es um ein einfaches Interaktionssystem. Die Skripte meiner Tutorials gibt es übrigens für Patreon-Unterstützer wie immer zum Download. Die anderen Game-Objekte sind allerdings nicht im Download dabei. Die holst du dir einfach selbst aus dem Asset Store. Das hat einfach Urheberrechtsgründe. Also, das hier wollen wir erreichen. Die ursprünglichen Terrainbäume sollen nach dem Fällen durch Prefabs ersetzt werden, die dann umfallen oder auch einfach nur als Baumstumpf dastehen. Es gibt zwei Hauptskripte im Tutorial. Erstens das Shoppable Tree Terrain. Dieses Skript bekommt das Terrain. Und das zweite Hauptskript ist Shoppable Tree. Das wird per Skript den einzelnen Terrainbäumen zugewiesen, beziehungsweise den Collidern, die wir stellvertretend in der Szene erzeugen. Schauen wir uns einfach mal diese beiden Hauptskripte an. Zuerst hier unten in Zeile 62 bis 66 legen wir zwei Variablen fest in einer extra Klasse Choppable Tree Properties. Darin ist das Prefab gespeichert, das den ursprünglichen Terrainbaum ersetzen soll und sein Zustand, also wie viel Axtschläge er aushält. Diese verschiedenen Properties werden dann in diesem Array gespeichert, für jede unterschiedliche Baumart also unterschiedlich. In der Komponente können wir das also bequem zuweisen für jeden Prototype-Index separat. Der Prototype-Index steht für die verschiedenen Terrainbäume. In der Startmethode wird das Terrain gesucht per GetComponent und die ursprünglichen Terrainbäume werden in einem Array gespeichert. Anschließend wird das originale TreeInstanceArray durchlaufen. Die aufgerufene Methode macht dann folgendes. Es wird die jeweilige TreeInstance in einer Variable gespeichert. Dann wird ein Objekt mit Collider erzeugt und an die Stelle gesetzt, an der der Terrain-Tree steht. Und weitere Daten, zum Beispiel der Tag-Name, werden gesetzt. Dieses stellvertretende Kollisionsobjekt wird als Kind des Terrains der Szene zugefügt. Dann wird noch die Choppable Tree-Komponente hinzugefügt und die entsprechenden Properties werden gesetzt. Wenn die Anwendung beendet wird, werden die ursprünglichen Terrain-Tree-Daten zurückgeschrieben, sonst wären die Bäume quasi für immer weg. Nun das andere Skript Choppable Tree, die Komponente, die jedes stellvertretende Kollisionsobjekt zuvor bekommen hatte. Dort gibt es die öffentliche Methode SetDamage. Diese Methode kann zum Beispiel von der Axt aus aufgerufen werden. Hier im Beispiel ist es so. Wenn Health dann nach mehreren Schlägen 0 ist, wird der ursprüngliche Terrain-Tree gelöscht und das Prefab des umstürzenden Baumes stattdessen hingesetzt. Zum Schluss noch das Skript, das jedes umstürzende Baumprefab bekommen hat. Hier wird nach der angegebenen Zeit das Baumprefab gelöscht und ein einsammelbares Prefab hingesetzt. Wie eingangs schon gesagt, wie man die weitere Interaktion noch machen kann, kannst du dir in einem Kurztutorial einfaches Interaction-System heißt das ansehen. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, Patreon-Unterstützer können die Skripte runterladen. Ansonsten musst du halt abschreiben, so viel ist es ja nicht. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal und hoffe, du bist wieder dabei. Ciao!